Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, es ist mal wieder Zeit, wenn ich auf die Uhr schaue, für eine weitere Beerdigung. Beziehungsweise, wie nennt man das? Störung der Grabruhe? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den nächsten Payback-Teil von Mimi. Payback 2 am letzten Donnerstag. Kam der raus? Welcher Tag ist heute, Leute? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam der raus. Ich weiß nicht, ob die Payback-Reihe noch weitergeht. Aber ich glaube, irgendwann... Ich weiß nicht. Die Frage ist halt, wie viel hat Mimi vorproduziert? Weil die Sachen sind obviously vorproduziert, die er jetzt gemacht hat. Weil so hochqualitativ... Vor der zweite krasse und aufwendige Videos kann man nicht einfach so schnell hintereinander droppen. Das heißt, entweder ist es jetzt vorbei, es gibt eine Pause, oder er hat noch ein paar Videos vorproduziert. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin sehr gespannt. Der Titel heißt Leon Mascher und der Urinprank. Prank wahrscheinlich, Prank. Kenne ich nicht das Video. Aber so spontan wollte ich gerade sagen, fällt mir auch gar kein anderes Video von Leon Mascher ein. Ist wahrscheinlich auch besser so, Leute. Wir schauen rein. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Payback-Teil losgeht, möchte ich noch ein paar Dinge ansprechen, die ich in den Kommentaren beim ersten Payback-Teil gelesen habe. Es gab einige Leute, die haben geschrieben, warum kommt das Video so spät? Und Leon ist doch schon... Okay. Also bei dem Diss-Track, also bei dem Payback-Video. Also beim Diss-Track... Der Diss-Track kam ein Jahr später, weil Leon sich für seine Antwort auch ein Jahr Zeit gelassen hat, denke ich mal. Irrelevant! Ja, was wahrscheinlich viele nicht wissen ist, dass ich das Payback schon vor Ewigkeiten angefangen habe. Das Video zum Diss-Track habe ich auch schon im Juli 2018 gedreht. Ah, okay. Ich wollte aber erstmal alle Leon-Videos fertig schneiden, damit ich die dann alle hintereinander hochladen kann und... Oh, alle hintereinander? Das heißt, es gibt mehr. Es gibt noch mehr, glaube ich. Weil bis jetzt, das ist ja das dritte Video. Es gibt safe noch mehr. Eine längere Pause zwischen den Videos. Oha. Dass Leon in der Zeit irrelevant geworden... Irrelevant, ja. Digga, fast eine Million übertrieben, aber 700.000 Bewertungen und 78 Millionen Aufrufe. Irrelevant, ja. Das konnte ja keiner wissen. Lade ich jetzt das Payback nicht hoch, beschweren sich Leute, wann denn nun endlich das angekündigte Payback... Aber Leon macht immer noch gut Klicks, er macht immer noch so 300.000, 400.000 Klicks. Ist zwar nicht mehr so in den alten Zeiten, aber ab und an ist auch ein Video dabei, was knapp die Million erreicht oder so, glaube ich. Also, er macht zwar nicht mehr so viel, aber geht noch eigentlich. Kommt. Lade ich das Payback aber hoch, beschweren sich nun Leute, dass das angekündigte Payback kommt. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, dass auch noch andere Videos kommen, die nichts mit Leon zu tun haben, würden mich Leute vollspammen, wann denn jetzt nun endlich die anderen angekündigten Videos kommen. Ey, das ist immer so, das ist Dulli einfach. Man kann es nie jemandem oder nie allen recht machen. Also habe ich mal folgenden Vorschlag für alle. Chillt einfach mal und lasst mich einfach machen. Es gibt natürlich Leute, die meine Videos dennoch für unnötig halten und das ganze Thema juckt sie nicht. Ja, dich juckt's vielleicht nicht, das ist auch okay. Die Frage ist, warum hast du dann das Video hier wieder angeklickt? Steht doch im Titel, worum es hier geht. Du gehst doch auch nicht zu einem Schlagerkonzert und beschwerst dich, dass die Schlager spielen. Seltsamerweise kommen solche Kommentare gefühlt nur bei aufwendigerem Content. Unter einem Minecraft- oder Beauty-Video habe ich sowas noch nie gesehen, dass sich jemand beschwert, dass jetzt wieder Minecraft oder ein DM-Haul kommt. Schon wieder! Glaubt es mir, ich hätte selber nicht gedacht, wie umfangreich das Ganze wird und wie viel Dreck Leon am Stecken hat. Aber endlich... Ah, das, ey, da kommt anscheinend noch eine Menge. Ich mache eine Sache ganz oder gar nicht. Und ich habe mich für ganz entschieden. Und ich habe mich auch für ganz entschieden. Einmal mit Urin ins Gesicht. Prank. Pipi ins Gesicht. Okay, die Frage ist, war die Unterhose schon vorher gelb oder erst danach? Wir werden es herausfinden. Das Ganze funktioniert so. Das hier ist Leons Kumpel Mefso. Der wird hier geprankt. Mefso, Leon und der Kameramann befinden sich in einem Hotelzimmer, um die extrem saure Challenge... Boah, die Bewertungen. 79.000 Likes, 4.000 Dislikes. ...Challenge zu machen. Warten aber noch auf den Tonmann. Wir machen heute die extrem saure Challenge hier im Hotel. Wir warten gerade auf einen guten Kollegen, der Tonmann, der müsste gleich kommen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wir warten ja schon. Wie lange auf ihn? Schon eine halbe Stunde. Das ist schon weird. Warum filmt man dann vorher was, bevor diese Challenge losgeht? Warum macht man dann so einen Vlog aus dieser Challenge? Jo, wir warten jetzt hier auf den Tonmann, bla, das essen wir gerade noch. Macht man ja nicht, das macht man, wenn man einen Vlog macht, aber nicht, wenn man so eine Challenge macht. Also, meiner Meinung nach. Ja. Okay, Leon holt sich einen Tonmann für eine Challenge, wo man saure Sachen frisst. Jo, wahrscheinlich, oder? Für eine gute Soundqualität ist Leon ja bekannt. Es geht darum, es geht um ein Management, wo ich mal drin war. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Management. Ey, Leon. Der Tonmann hatte da auch ein bisschen Verspätung leider. Der hat auch die saure Challenge gemacht gerade. Kannst du den White Noise bitte nochmal reversen? Jedenfalls wird Mefso hingehalten. Hier kommt jetzt der Prank zustande. Leon verlässt den Raum, Mefso geht schlafen, Leon mixt Wasser mit Hä? Powerade, okay, wir schauen erstmal. Und filmt so, als ob er den Eimer vollgepisst hätte.
Leon geht wieder ins Hotelzimmer, weckt Mefso mit diesem Eimer. Mefso rastet aus und Leon zeigt ihm dann das Video, wie er angeblich in den Eimer reingepisst hat, sodass Mefso denkt, das ist ja Pisse. Dann rennt Mefso aufs Klo, dann gibt's wieder einen Eimer. Mefso rastet wieder aus und schüttet Leon mit Volvic. Oha! Ey, was ich gerade viel asozialer finde. Wir schauen gleich mal, was überhaupt in diesem Projekt zustande gekommen ist und bla bla bla. Aber dass die erstmal mit dieser, keine Ahnung, Wasserflasche oder nee, es ist irgendwas Klebriges, glaube ich. Das ist auf jeden Fall irgendein Saft oder mit dieser Saftflasche da rumdingsen. Und diesen Eimer mit diesem, was war das, Powerade aufs Bett gekippt haben und so. Das ist ja alles klebrig so. Die werden das nicht sauber gemacht haben. Das geht halt nicht raus aus dem Teppich, Mann. Holy shit, das ist richtig asozial gegenüber dem Hotel. Wick Eistee für sich voll. Das war der grobe Ablauf. Schauen wir uns das mal jetzt im Detail. Oha, ey, Real Talk, die haben alles da vollgeklebt und so eine Scheiße. Das ist viel asozialer. Hey, an. Wir erinnern uns, die warten am Anfang auf den Tonmann. Ich glaube, wir schnacken zu viel, fangen wir mal gleich an. Genau. Und warten jetzt erstmal auf den Kollegen und rufen gleich an. Weil der alte Lude, der braucht echt zu lange. Wie weird wäre das, wenn das real wäre, die wirklich diese saure Challenge gemacht haben, so wie Mefso es denkt, und vor dieser sauren Challenge so 3 Minuten einfach so ein Vlog ist. Absolut weird. Stopp. Ah, okay, hier werden wir darauf hingewiesen, dass hier die versteckte Kamera ist. Den folgenden Dialog der beiden schneide ich jetzt mal aus Zeitgründen zusammen, weil sich das Gelaber sonst mega zieht. Wie lange braucht er noch? Meinst du der Tonmann? Genau. Oder ich sag dir ehrlich, der braucht noch ein bisschen, meint er. Ja, aber Bruder, wie wird's langsam langweilig? Die ganze Zeit. Mann. Ja, der braucht. Also erstmal, wer chillt mit Schuhen im Bett? Und warum nennt er ihn die ganze Zeit Tonmann? Wenn das ein Kollege von ihm ist, würde ich halt mehr zu sagen, jo, der Typ heißt Michael, Tom, Lutz, Rüdiger, keine Kapriolen, Rüdiger. Ja, keine Ahnung. Bruno! Bruder, ich sag doch, der kommt, Digga. Bloß der verspätet sich mal. Wo wir hier angekommen sind, meintest du zu mir, dass er so in einer Stunde hier ist, oder eine halbe Stunde. Mefso hat auf jeden Fall Abitur, das hört man raus. Aber schon, das ist schon 2 Stunden um. Hey, ich geh schon mal kurz runter, ich geh was essen. Okay? Ja, okay, dann chill ich hier. Dann chill ich hier. Ich hab keinen Bock jetzt, für irgendwas zu essen. Hä? Ich will schlafen. Hä? Wieso schläfst du? Was, wenn er. Weil ich war gestern unterwegs, weißt du, ich hab gar nicht geschlafen, Mann. Ja, egal, halt. Geil, also Leon gefährdet erstmal mit seinem Gelaber, dass Mefso wirklich mitkommt und nicht schläft und der Prank dann gar nicht mehr funktioniert. Ich geh schon runter, was essen? Ich hab keinen Bock, was zu essen. Nein? Nein, ich will schlafen. Wieso schläfst du? Was ist, wenn er gleich kommt? Hä, jetzt mal real talk. Wie konnte Leon denn wissen, dass Mefso gestern irgendwie wenig geschlafen hat und sich jetzt hinlegt? Boah, das ist schon komisch irgendwie. Aber alles läuft nach Leons Plan. Leon geht raus, Mefso geht schlafen, während ganze Zeit die Kamera läuft. Okay, Leute, da schauen wir doch gerne zu. Als ob er einfach das Licht anlässt. So, und nachdem Leon den Eimer gefüllt hat, geht er wieder zum Hotelzimmer, obwohl er gar nicht wissen kann, dass Mefso schon eingeschlafen ist. Hä, hey, jetzt mal Real Talk, stimmt. Was wäre, wenn er reingegangen ist und Mefso chillt da immer noch? Und Leon kommt mit so einer Kamera rein und so einem Grinsen und so ein schämisches. Hä, hey, das ist einfach Dulli alles. Das ist alles Dulli. Stopp. Wenn wir jetzt den Kamerawinkel hier mit diesem Kamerawinkel davor vergleichen, merken wir, dass jemand an der Kamera war. Ich habe hier mal die Linien zur Orientierung an den Kanten eingefügt. Okay, okay, okay. Die Kamera. Ja, ich liebe Mimi einfach. Ich liebe ihn. Er ist einfach auf Zerstörungsmodus. Er war wieder mit einem Lineal unterwegs. Er hat's ausgepackt. Bam, bam, gemessen, Alter. Die Kamera wurde eindeutig gedreht, obwohl doch eigentlich nur Mefso im Raum war und geschlafen hat. Ja, der ist schlafgewandelt, hat ein bisschen, kennt man. Kann das denn sein? Schauen wir mal weiter! Warte! Okay, warte, ich muss kurz abtropfen. Oh, jetzt geht's. So, ich mach kurz die Hose zu. Auf jeden Fall, Mefso, ich hoffe, da einmal Wasser über deinen Kopf fällt, die sehr gut schmecken. Hey, warte, bin ich gerade dumm? Bin ich gerade der Dumme? Ich bin oftmals der Dumme, aber ich glaube, gerade bin ich Albert Einstein, Leute. Also ich fühle mich zumindest gerade so, wenn ich die beiden sehe. Aber wartet mal ganz kurz. Der Typ schaut sich jetzt ein 30-Sekunden-Video auf dem Handy an. Guckt die ganze Zeit drauf, wie Leon diesen Eimer vollpisst. Und erst nach diesen 30 Sekunden checkt er so, das ist ja der Eimer gewesen, den ich über den Kopf bekommen habe. Hä? Auch geil, Mefso muss das ganze Handyvideo sehen, um dann erst...
Okay, nächstes Mal, ich gucke einfach das Video. Nächstes Mal lass ich einfach weiterlaufen. Zu merken, oh, das ist ja Pisse. Und ich frage mich, warum Mev so dann so schelmisch grinst, obwohl er doch denkt, dass das Leons Pisse ist. Freut er sich etwa gerade und rennt auf Toilette um... Das riecht man doch. Ey, das riecht man. Das riecht man mehr als alles andere. Real Talk, das riecht man. Man riecht erstens, dass es entweder süßer Powerade ist oder irgendein süßes Saftgetränk oder man riecht, dass es Pisse ist. So ein ganzer Eimer voll mit Pisse, das riecht man mehr als alles andere, Mann. Wenn man in ein Pissoir reingeht, also nicht in ein Pissoir, aber in eine Toilette reingeht, dann riecht man das direkt. Du wichsen? Das ist so dulli, wie kann das so viele Likes haben? Bleibst du, komm mal schnell! Du Spasti! Auch interessant, man sieht hier etwas Schwarzes liegen, was 8 Videosekunden davor nicht da lag. Hä? Weil das Mephsos Oberteil ist, was er ausgezogen hat, rausgelegt hat und wieder in die Toilette rein ist, um dann mit dem Eimer erwischt zu werden. Das heißt, sie haben das entweder zweimal gedreht, weil seine Haare hier auch schon ein bisschen nass aussehen, einmal mit, einmal ohne T-Shirt, oder sie haben es einmal mit T-Shirt gedreht, Leon hat dann gecheckt, oh nee, passt nicht so, und dann... Och, Digga, ist ja so schlecht. Also hat Mephso ja vorher schon mal die Tür aufgemacht, um das T-Shirt rauszulegen. Leon hat ihm aber gesagt, ey, nee, Mephso, geh nochmal rein, wir machen das nochmal mit dem Eimer. Meine Zuschauer merken das sowieso nicht. Ach, und bevor ich es vergesse, hier sieht man übrigens die versteckte... Och, Bruder, sogar mit Display umgeklappt. Da ist sogar das Display umgeklappt, ey. Oh, die Kamera in dem beleuchteten Bereich. Unmöglich für Mephso, die zu sehen, wenn er alleine im Raum ist. Naja, am Ende löst Leon das Ganze auf und Mephso kündigt an, sich zu rächen. Natürlich kein Pipi, das war natürlich nur ein Energy-Getränk. Die haben dich natürlich nur verarscht, das war ein Prank. Die haben dich geprankt, Junge, weil du so frech bist. Hä, wie schlecht auch dieses Auflösungsvideo ist. Man merkt doch direkt, dass es fake ist einfach. Hör auf, so frech zu sein. Hä? Aber weißt du was? Hä? Weißt du was? Ich werde dich genauso pranken. Und das spüre ich auf alles. Das merken wir uns mal für ein späteres Video. Jetzt aber noch ein Sahnehäufchen. Für ein späteres Video. Das heißt, Mimi hat echt viele geplant. Oh, ich bin hyped. Die Abmoderation. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos mit diesem verrückten Mephso sehen wollt und mit mir, dann kommen mehr raus. Ja, und das war's. Er hat die gleichen Klamotten an wie beim Prank. Cap, Hoodie, Hose, Schuhe, alles gleich. Obwohl Mephso eine komplette Eistee-Pfirsichflasche auf Leon entleert hat und der Scheiß übel geklebt haben muss. Oh. Oha, ja, oha, oha, da hat man nichts von gesehen am Pullover und an der Cap. Oha, okay, er hat sich danach safe direkt umgezogen. Safe, natürlich. Dulli. Aha. Daraus schlussfolgere ich, dass er die Abmoderation davor wahrscheinlich vor dem Prank gedreht muss. Hat. In dem Fall frage ich mich, wie Leon sich so sicher sein konnte, dass der Prank funktioniert, wenn er nicht gefaked war. Und außerdem, wo war Mephso während der Abmoderation, dass er das nicht von Leon gehört hat, bevor der Prank losgeht? Gib dem Video einfach ein... Hä, stimmt, weil davor, die sind ja zusammen in dieses Hotelzimmer reingegangen. Daumen hoch, wenn ihr mehr Videos... Naja, ist schon komisch. Und dann faken wir noch mehr Videos für euch, klar. Rücken unsprained. Ah, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, glaube ich. Aber wahrscheinlich habe ich es in den USA gesehen und Leon hat es kopiert. Leute, unsprained Prank. Die Leute denken natürlich, dass es Farbe ist, aber es ist nur Wasser. In dem Prank besprüht Leon die Leute mit Wasser und tut so, als ob es rote Farbe wäre. Okay. Also 3,5 Millionen Aufrufe. 2000 Dislikes nur, okay. Ja, in dem Video passiert eigentlich nicht viel, aber Leon brauchte natürlich noch einen, der richtig ausrastet, damit es Klicks bringt. Okay, der Kameramann versteckt sich hinter dem Baum. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, rauszufinden, wo die da genau waren. Och, ich liebe das. Wenn er jetzt wieder dieses Google Street Earth Maps rausholt, bin ich dabei. Auf dem Video sieht man hier den Hauptbahnhof Hamburg und hier steht Steintorplatz. Oh, auf Steintorplatz kennt man sogar. Hauptbahnhof, Steintorplatz. Und das hier ist der Baum. Oh. Warte mal, was? Lol, das ist der dicke... Ja, Real Talk, das ist der Baum. Der hat sich versteckt hinter, Leute. Kuss. Aber nicht ganz. Auf dem Foto hier war der Baum fast 2 Jahre älter. Das heißt, in Leons Video war er noch dünner. Und kleiner. Dünner.
Ich muss zugeben, ich wollte das hier nur gerade ein bisschen spannend machen. Google Street View hätte ich euch sparen können. Die sind nämlich so dumm, die filmen den scheiß Baum auch noch selber. Was? Aber auf Dulli, oder? Leute, so dumm kann doch keiner sein. Hä? Hä? Der Kameramann verschanzt sich hinter diesem fucking Baum, um nicht gesehen zu werden. Leon, wie soll ich mir das vorstellen? Ich wollte gerade sagen, wie sieht der Typ das nicht? Ich glaube, hinter dem Baum ist man unsichtbar. Wie dumm diese Szene auf einmal aussieht, wenn man weiß, wie dünn der Baum war. Oh mein Gott. Und am besten ist noch, dass Leon ihm zeigt, wo die Kamera ist. Ey, danke, dass du mich darauf hinweist. Die Pixel in meiner Fresse versperren mir nämlich immer die Sicht. Oh mein Gott, Alter. Oh mein, okay. Happy Birthday Prank, das tut, Alter. Happy Birthday Prank. In dem Prank tut Leon so, als ob er ein Mädchen entführt, um sie dann zu überraschen, da sie Geburtstag hat. Erstmal, what the fuck, was ist das denn? Digga, das ist schon... Hä? Das ist schon wieder so eine weirde... Also erstmal, das Video geht nur 55 Sekunden, dieser Prank von Leon. Aber so also tun, als ob man jemanden entführt, ist schon mal eine schlechte Idee. Ich sag nur Sam Pepper, Leute. Real Talk, das ist kein... Das, Digga, das ist einfach dumm. ...entführt, um sie dann zu überraschen. Weil da kann man wirklich... Na doch, da kann man schon... Keine Ahnung, jetzt... Herzinfarkt ist unwahrscheinlich, aber bleibende Schäden kann man da schon davontragen, Alter. Ich würde aufpassen mit sowas. Da sie Geburtstag hat. Erstmal, what the fuck, was ist das denn für eine Schrottidee? Aber schauen wir uns das mal an. Danke. Ja, okay, jetzt anhand ihrer Reaktion ist schwer zu urteilen, ob es real ist oder nicht, weil man nie weiß, jeder Mensch reagiert anders in so einer Schocksituation. Man kann, entweder ist man ganz gelähmt, macht gar nichts, man weiß man nichts. Das könnte doch real sein, sag ich mal, von der Reaktion her zumindest. Okay, jetzt wird's komisch, weil jetzt lässt er sie los und sie macht nichts. Okay, das hier sind alle Beteiligten. Leon Mascher, der Typ mit der Klampfe, Mefso, Erdem, Dennis, das sind Kumpels von Leon. Und Simon Desio ist irgendwie zweimal auf dem Bild, keine Ahnung. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Hä, was hat er gesagt? Leon und Simon Desio ist irgendwie zweimal auf dem Bild, keine Ahnung. Okay, okay. Lass mich mal so stehen, Leute, ich sag nichts dazu. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Sie wehrt sich und versucht zu schreien. Ja. Es ist bis jetzt noch okay, finde ich. Könnte real sein. Aber jetzt lässt er sie los, aber sie... Ja, okay, wir schauen weiter. Nachdem er die Hand wegnimmt, hört sie plötzlich auf, sich zu wehren und wackelt sich nur lässig die Haare aus der Fresse. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, wer sie festhält. True. Sie sieht Leon höchstens erst hier. Der Moment, wo sie sich entspannt, ist, als sie diesen Typen hier vor sich hat. Und das ist nicht ihr Onkel oder so, sondern ein Typ von der Straße, den Leon für die Aktion aufgegabelt hat. LOL. Digga, der Typ hat gerade so Leon angespuckt. Stellt euch vor, ihr werdet von einem Unbekannten von hinten geschnappt, zu einem Auto gezerrt und euch springt ein ungepflegter Typ entgegen, der weniger... Da fühle ich mich direkt wie zu Hause, Leute. ...den hat als Gringo 44 und schreit euch Bamboleo entgegen. Da fühle ich mich zu Hause, Leute. Ich fühle mich tiefenentspannt und sicher. Eine bessere Geburtstagsüberraschung kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wisst ihr, was das Ganze noch dümmer macht? Erstens, die kauft super Dickmanns, ekelhaft. Sollte wahrscheinlich so rüberkommen, als hätte sie wirklich Geburtstag. Und zweitens, die überraschen die Alte ja in der Tiefgarage. Das heißt, wenn das Mädel Zugang zu der Tiefgarage hat, wohnt sie entweder dort oder sie besucht jemanden, den sie kennt. Die Tiefgarage taucht aber in einem anderen... Jetzt kommt irgendwas, das Meme wieder die Puzzleteile von 8 Puzzle zu einem riesen Puzzle zusammenpuzzelt. Prank ein Jahr später auf und da stellt sich raus, dass das die Tiefgarage von Erdem ist. In diese Tür da wollte das Mädel reinlaufen. Achtet auf den Boden, achtet auf den Abstellplatz für die Fahrräder, achtet auf die Wand, achtet auf den dunklen Raum hier, achtet auf die Löcher über den... Das ist so viel, worauf ich achten muss! Das findet sich alles wieder in dem Happy Birthday... Ja, das ist da. Okay, es ist auf jeden Fall dieselbe Location. Birthday Prank. Das heißt, die benutzen beide die gleiche Tiefgarage und kennen sich so gut, dass er weiß, wann sie Geburtstag hat, aber das Mädel erkennt Erdems Gesicht nicht, obwohl er für sie als erstes zu sehen war.
Ja, Leon, das kannst du uns jetzt mal erklären, du Lüg. Ah, lol. Also, ja. Das macht Sinn. Oder die wohnen beide rein zufällig da, haben sich noch nie gesehen, kennen sich nicht. Und auch nach diesem Prank davor kannten sie sich noch nie. Aber lol, ey, Mimi hat echt alles hier mit der Lupe und dem Fernglas wieder geguckt. Richtig, obwohl er für sie als erstes zu sehen war. Ja, Leon, das kannst du uns jetzt mal erklären, du Lügner. Und übrigens, das nächste Video kommt am Montag. Ach, und noch was. Montag schon? Holy shit, okay. Die limitierten Glumander Wackelkarten sind übrigens alle. Mhm. Ich bin geschockt. Ja, Domian, dann hättest du mal eher bestellen sollen. Aber dafür werden jetzt die Ehre. Adventure Time Wackelkarten zu jedem bestellen. Ey, die sehen ja echt geil aus. Boah, die sehen geil aus. Das Ding ist so schick. Wiggle. Ich muss sagen, Mimi, was so Merch angeht und noch nicht so modetechnisch in YouTube, so wie jetzt Peso oder Ola Kala oder whatever ist, ist Mimi so merch-technisch mit in den Top 3, finde ich, von Sachen, die einfach nice aussehen, so. Freunde, willkommen zum gleichen großen Mini-Fazit. Was soll ich sagen? Leon wurde mal wieder hier hart rangenommen, natürlich. Ich bin gespannt, was Mimi noch alles so in der Hinterhand hat, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Alter, weil diese Zerstörungsvideos haben mir gefehlt und ich brauchte sie in meinem Herzen, Leute, ja. Real Talk, das war wieder sehr, sehr gut. Einfach wieder 3 Videos hops genommen. Irgendwann hat er jedes einzelne Video hops genommen und der ganze Kanal von Leon ist wertlos. Wertloser als jetzt schon, Leute, ja. Ich bin gespannt. Schreibt mal rein, wie ihr es fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer, ja. Und.